Jetzt sind wir inside of the church, inside of the Kapelle. Gott, ich in einer Kirche. Normalerweise würde ich jetzt in Flammen aufgehen und zu Asche zerfallen und... Das kam aus der Nähe. Was, warum ist das denn so leise? Ich mach mal die Glotze mal ein bisschen lauter. Alter, du machst mir Angst. Krieg aber generell... Ah, Munition! Yeah! Baby, ich habe Munition. Hey, Joseph. Geht's dir gut? Bist du offen? Ansonsten, ich kann dir auch gerne mal ein Zündholz in... Ich sollte mich mal heilen. Ein Zündholz in den Arsch rammen, dann geht's dir bestimmt. Ich bedrohe dich mit einer Leerwaffe hier. Munition alle? Klick, klick, klick. Nein, das lieber nicht. Alles in Ordnung, Kollege. Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Wohin? Was? Wie zu springen? Von ganz weit oben. Bungee Jumping. Oder wenn die U-Bahn kommt. Nee. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Was soll denn dann sein? Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Sondern? Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Also. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Oh, schon wieder dieses blöde Piep! Ich hab eine Spritze! Das könnte eventuell helfen. Hab ich jetzt eigentlich noch eine Inventar? Ruh weg! Du Elender! Alter, was denn jetzt? Bin doch hier nicht in Dead Space. Wo die Gravitation aufhört. Okay, der Typ hat... Ja, du hast es drauf. Ich gebe zu, du hast es voll drauf. Kann ich jetzt wieder runter? Mit runterlassen meinte ich auf den Boden. Und nicht irgendwie durch den Boden in einen Gang rein gegen eine Wand. Also dieser Ruhweg geht mir allmählich echt... Kapitel 7, der Wächter. Ja, ich glaube, wir haben die Hälfte an Kapiteln jetzt durch. Ich glaube, 14 Stück gibt es. Aber wieso der... Wächter... Was ist der Wächter? Ist das wieder unser Kettensägen-Mufti? Kettensägen-Johnny? Kriegen. Hä? Ich sollte schnell meine Partner finden. Oh ja! Hübsche Tische. Oder auch nicht. Was ist eigentlich mit Leslie? Wo sind die überhaupt? Also Leslie und der Doktor. Können wir die... Ah, können wir kaputt machen. Kann ich den Sarg hier nicht kaputt machen? Ja, obwohl zum kaputt machen ist das Ding, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ich will da in der Mitte nicht hoch. Noch nicht. Ich will mich hier erst hoch... Oh, shit, 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 shit. Ja, ist ja gut. Ich bleib ja auf dem Boden. So, ganz vorsichtig.
Perfekt. So, was haben wir denn hier noch alles? Ja, ich war's nicht. Ich war's nicht, das war jemand anders. Das ist ein hässlicher Vogel. So, hier. So, was haben wir denn hier? Die Jungfrau Maria. Nee, sieht... unappetitlich. Und ich werde auch nicht näher rangehen, bevor da gleich irgendeine Hand draufkommt. So Geisterschloss-mäßig. Und ja, das ist ein sehr guter Film. Ich finde den gut. Ich hasse sowas. Schleich, schleich, schleich. Hallo, meine Freunde! Der gepflegten Alleinunterhaltung! Scheiße! Bam! Yes! Bleib weg, Dickerchen! Hast du was Schönes für mich? Nein? Scheiße. Habt ihr irgendwas? Sniper-Munition. Alles mal durchladen. Na, vorbeischleichen wäre da wohl nicht gewesen. Oh. Hä? Hä? Hm. Hab ich mich wohl gerade verjuckt? Wir können in die Särge rein. Ich will da nicht rein, ich will da raus. Wer kommt als nächstes? Dracula? Oder sowas? Oh, Granaten. Und Fallen gegen... Ich müsste mir mal wieder Bolzen wechseln. Ich liebe diese Explosivbolzen. Ich will Explosivbolzen haben. So. Die machen nämlich schön bumm. Ich glaube, die Granate. Legen wir uns mal da oben hin. Zwei Stück. Weil 9mm Patronen haben wir derzeitig nicht. Was ist das denn hier für eine Tür? Sieht altgermanisch aus. Scheint locker zu sein. Ach so, wenn das so ist. Alte Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Was? Ach, da geht's weiter. Nee, nee. Ich will erst hier hinten einmal hin. Ich glaube, hier gibt's keinen weiteren Weg. Also machen wir das, was wir am besten können, nämlich Kollateralschäden verursachen. Oh, Gehirnmasse. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Was ist das denn? Achso, müssen wir gedrückt halten. Fummel, Fummel. Fummel. Schlüssel! Wunderherrlich. Noch wunderherrlicher. Dann können wir uns noch einen Bum-Bum-Bolzen bauen. Oh, und ein ganz großes. Notiz aus Katakomben. Hilfe! Das metallische Stampfen! Er kommt. Ich renn weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir. Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Ja, der... Hab ich das geschrieben? Der klingt nämlich genauso wie ich, wenn ich um Hilfe rufe. So, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Okay, genug Hilfe.
Was eigentlich für ein metallisches Stampfen? Kettensägen Heini 2.0? Noch Metalle. Ach du Scheiße. Was ist das denn gewesen? Das war aber was Großes. Was verdammt Großes mit einem quadratischen Kopf. Oder so. Also zum Nachladen einmal gerade kurz, dass ich zur Not drauf zurückgreifen kann. So, wie viel habe ich davon? Eins, gut. Hello! Hallo? Das heißt, es gibt hier noch mehr Türen. Mit diesen Steinbanderolen oder was? Weil da haben wir drei. Ich setz einfach mal irgendwie eine ein. So. Plopp. Passt. Passt, sitzt, wackelt. Luft. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Oh, ein neues Notizheftchen. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lynch Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006. Ich bitte um Entschuldigung. Einen Moment. So, geht wieder. Um 9.56 Uhr. 3,31 Kilo schwer, 35,5 Zentimeter. Gross. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Ja doch, ich habe einen Schlüssel, das heißt, ich werde jetzt, Was? Catacombs found. Bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Der besorgt. Katakomben entdeckt, Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei der Reparatur des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zugriff mit der Begründung, dass dies eine Entweihung der Kirche gleichkäme. Der Typ also. Ja, ich bin sehr besorgt. Problem? Damit? Oh, wie vorsichtig Ette hier die Tür aufmacht. Ich will doch nur spielen. Ich will doch nur upgraden. Ah, das kenne ich ja. So, was können wir... Okay. Nachladegeschwindigkeit. Genauigkeit. Kritisch. Das hätte ich lieber für die Schrotflinte. Oh, meine Rübe. Magazinkapazität. Hohen Schaden bei verwundeten Gegner. Umkreis von 3 Metern. Schaden mit der Fernsehexplosion ab. Ist mir egal. Ich mag die Teile. Oh, und damit haben wir auch schon wieder unser grünes Zubali verblasen. So, bevor ich jetzt hinten da hingehe, speichere ich jetzt nochmal zwischendurch ab. Ja, ich bin besorgt und man geht hier auch ganz schnell drauf in dem Spiel.